Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy-Trader-Freunde, hier zu unserem Team-Trade des Tages. Wie immer haben wir euch natürlich eine neue Trading-Idee für heute mitgebracht und wir machen natürlich ein kleines Update zu unseren bestehenden laufenden Team-Trades und wie immer natürlich DAX, unser Daily-Business, da gibt es natürlich auch einen Blick drauf. Ja, im Nachgang der Netflix-Zahlen kann man sagen, außer Spesen nichts gewesen. Die Aktie nachbörslich gestern minus 10% und dann wurde das Ganze wieder zurückgekauft. Daran sieht man die Verunsicherung in der Berichtssaison. Und wenn das schon zum Auftakt so geht, dann kann man sich da auf eine sehr, sehr gesunde Achterbahnfahrt einstellen. Und heute nachbörslich geht es weiter mit unserer Team-Trade-Idee Tesla. Kriegen die Bären hier eine neue Chance oder gehen die Bullen hier voll in den Angriff über? Das werden wir natürlich dann nachbörsig erleben. Dazu gibt es natürlich in dieser Sendung gleich auch noch mehr. Zunächst gehen wir mal in die Charts und schauen uns unseren DAX an, der so, ja, im, wie soll man sagen, Frühjahrsschlaf ein bisschen angekommen ist, weil er hier im Bereich zwischen 15,8 und 15,9 gemütlich seitwärts läuft. Heute Morgen war er ja schon ein bisschen wieder höher. Jetzt sind wir jetzt bei 15.847. Ja, und bisher ist aber der Trend natürlich noch intakt, auch wenn die Ausschläge hier kleiner werden und wenn sie natürlich damit anzeigen, dass es schon ein sehr reifer Trend ist, den wir hier im DAX sehen. Ähnliches haben wir ja hier im November schon gehabt oder wenn wir es genauer nehmen, auch hier im März. Wobei, wenn man es genau nimmt, eben hier eigentlich das schon im Februar angefangen hat, es dann so einen kleinen Einschlag gegeben hat und nochmal so ein kurzes Hochziehen. So ähnlich kann das natürlich jetzt hier für den Rest des April und damit Beginn des Mai auch laufen. Denn die Impulse für den DAX kommen natürlich hauptsächlich aus den USA. Eigene Impulse mit der Quartalsberichterstattung gibt es hier frühestens am Freitag mit der SAP-Aktie. Die dürfte dann allerdings, wenn hier die Zahlen raus sind, deutlich für eine Bewegung beim DAX sorgen. Zumal haben wir noch einen kleinen Verfallstermin am Freitag. Also 16.000-Punkte-Marke ja durchaus. Das könnte der Markt also durchaus sehen wollen. Aber ob das dann so nachhaltig ist, das bleibt dann natürlich dahingestellt. Also soweit für den DAX. Da bisher keine große Veränderung. Ist auch nichts jetzt Negativeres zu sehen in diesem Trend momentan. Ein bisschen mehr trendlos, kann man sagen. So, dann kommen wir natürlich zu dem Team-Trade-Update. Wir haben ja einige Team-Trades laufen. Zuvorderst sehen wir hier die Boeing-Aktie, die unser Team-Trade-Pate Kian reingenommen hat. Das Zertifikat ist momentan im Plus mit 6,8%. Der laufende Team-Trade 120 Euro vorne. Hat er super gesehen, hat er gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Hier diese Scharte, dieses Gap-Down genau ausgenutzt, reingegangen. Und wir sehen, dass die Aktie sich auch auf das Ziellevel von $210 schön zubewegt. Dazu heute Nachmittag natürlich von Kian direkt auch noch mal mehr. Dann haben wir von ihm auch noch die Microsoft laufen, die leicht im Plus ist. Auch die Goldman Sachs von unserem Team-Trade-Paten Samir. Und zwei weitere Team-Trades vom Nasdaq 100 und Chevron. Wie gesagt, zu diesen Aktien und zu dem Index natürlich en Detail heute Nachmittag um 14.15 Uhr in unserer Sendung mehr und im Detail. Dann kommen wir zu unserem Team-Trade des Tages. Das ist zunächst mal die Tesla-Aktie, die hier nachbörslich heute Zahlen bringt. Wir sehen, dass die Aktie sich seit dem Schub nach oben, den sie hier vollzogen hat von Anfang des Jahres bis ungefähr Mitte Februar, mittlerweile eine Seitwärtsbewegung begeben hat. Nicht sehr verwunderlich nach dem sehr schlechten Jahr 2022 und der Verdopplung innerhalb von 6 Wochen ist die Aktie jetzt hier wieder in so ein bisschen Normalstatus angekommen. Und wir sehen natürlich, dass die Aktie hier so ein bisschen Unsicherheitsfaktor eingebaut hat, dass die Nervosität zugenommen hat, dass wir die $200-Marke bisher nicht nachhaltig durchbrochen haben. Wir sehen, ein Widerstand ist bei $195. Das deutet alles so ein bisschen auf Unsicherheit hin. Was ist denn eigentlich zu erwarten von Tesla? Zunächst einmal ein Umsatzanstieg von 24% auf 23,3 Milliarden US-Dollar. Das hört sich erstmal ganz nett an, ist aber durch zahlreiche Preissenkungen der jüngsten Vergangenheit wohl teuer erkauft, denn der Umsatz pro Aktie soll um 20% auf 86 Cent fallen. Das ist natürlich nicht so toll. Auslieferungszahl lag im ersten Quartal, das ist schon bekannt, bei rund 422.000 Fahrzeugen. Und damit zeigt sich aber auch, dass die Preissenkung den
Umsatz nicht in dem Maße ankurbelt wie erwartet, weil das Auslieferungsplus rund 36% betragen hat und die Zielmarke von Tesla selber bei rund 50% liegt. Dazu muss man also noch einiges tun. Wir werden das natürlich nachbörslich erfahren, was da passiert. Worauf guckt der Markt eigentlich heute nachbörslich bei Tesla? Auf jeden Fall auf die Marge, denn der Finanzchef hat versprochen, dass die über 20% weiterhin bleiben soll, trotz der Preissenkung. Also die Rentabilität soll nicht so sehr unter den Preissenkungen leiden. Das wird sehr, sehr spannend sein, das rauszufinden, ob das tatsächlich so kommt und wie Tesla das bewerkstelligen möchte. Insofern hat der Markt natürlich schon eine gewisse, Reserviertheit eingenommen. Das kann sowohl gut als auch schlecht sein. Technisch gesehen sieht es zumindest so aus, als wenn die Aktie möglicherweise mal wie hier diese 167-Dollar-Marke testet. Das wäre ja jetzt nicht so weit weg. Das sind nicht mal 10%, vielleicht 6-7%, so ähnlich wie bei Netflix vielleicht, und dann wieder hochgezogen wird, wie wir das ja sehr viel in der Bilanzsaison gesehen haben. Auf jeden Fall, soweit für die Charts, haben wir uns da ein Produkt rausgesucht für diese Möglichkeit. Das ist nämlich ein Tesla Turbo Short mit der Kennnummer MD9AXW. Der Hebel beträgt 3 und die Knockout-Schwelle 239,58 US-Dollar. Das heißt also, wir setzen darauf, dass die Aktie nachbörslich erstmal nachgibt und dann möglicherweise unter Umständen dann im späteren Handelsverlauf wieder hochgekauft wird. Auf jeden Fall sieht es aktuell nicht so toll aus für die Tesla-Aktie, wenn man sich das Ganze anschaut. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, erfahren werdet ihr das heute Nachmittag 14.15 Uhr in unserer Sendung Team Trade des Tages. Wir werden dann nochmal en Detail auf diesen Trade eingehen, wie wir ihn uns vorstellen, wann wir ihn umsetzen wollen und mit welchem Volumen und so weiter und so weiter. Also seid dabei, 14.15 Uhr Team Trade des Tages. Registriert euch unter heavytraders.live jetzt und natürlich auch einen Blick in die App werfen. Da geht es natürlich auch noch ein bisschen schneller. Da erfahrt ihr mehr zu allen Trades, die wir hier umsetzen, en Detail. Wir freuen uns auf euch heute Nachmittag, wenn ihr dabei seid. 14.15 Uhr, Team Trade des Tages. Bis dann.